Moin Leute, willkommen zu einem kleinen oder also einer weiteren Folge ARK-Talk. Gab es auch schon ungefähr anderthalb Wochen nicht mehr. Ja, also das Thema heute ist Crystal Islands, jetzt ungefähr seit einer Woche ja draußen, ja doch eine Woche heute. Und ich würde euch gerne mal darüber reden, so wie der Release in der ersten Woche für mich war, so für ein paar Leute, die auf dem Server war, wie es generell so als Serverbetreiber war. Und aber gerne würde ich auch in den Kommentaren gerne eure Meinung wissen. Wie fand ihr den Release? Wie findet ihr die Map bis jetzt? Was sind so eure Eindrücke? Was sind eure positiven, negativen Punkte? Ihr könnt das gerne alles in die Kommentare reinschreiben. Ich würde gerne, dass die Leute oder wenn wir oder dass wir alle zusammen ein klein wenig über das Thema Crystal Island in den Kommentaren reden. Ja, also fangen wir mal an mit dem Release. Ich muss sagen, ich fand es ganz cool, dass sie es mit Absicht auf 0 Uhr verschoben hatten, dass die Server-Updates kamen, dass man nicht dieses, okay, das Update kommt um 7 und die Server gehen trotzdem erst um 3 Uhr nachts. So wusste man, okay, es kommt um 0 Uhr und man ging trotzdem erst um 3 Uhr nachts. Aber man hatte eine viel bessere Planung, finde ich, ist besser abgelaufen als sonst, muss ich sagen. Also ein bisschen besser kommuniziert von Seiten Wildcards. Der Start danach war unerwartet flüssig. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte übertrieben Angst, wie die Map ist, wenn sie erscheint. Wir fliegen als raus, es leckt, Texturen sind ein bisschen schlecht. Klar, es gibt Fehler, es gibt auch Texturenfehler und man fliegt doch ab und zu raus natürlich, aber es ist nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Also Valguero, zum Beispiel, wer es noch kennt, unsichtbare Wyvern, unsichtbare Brutmutter, Prontos backen einen Boden, Rock-Golems können einen Boden, also in den Boden reinstapfen, dass man durch die Map durchfällt. Da gab es einige schlimme Bugs. Diese finde ich hier eigentlich nicht bis jetzt. Wir hatten dieses, ich sag mal, dass man Bäume, wenn man die rosa Bäume zum Beispiel gefällt, dass man CE-Fehler bekommt, aber das wurde ja innerhalb von 3-4 Tagen gepatcht, was auch relativ schnell dieses Mal ging, muss ich sagen. Da haben sie gut reagiert. Und ja, sonst den CE-Fehler-Bug in der Mitte haben wir immer noch ab und zu, es war weniger geworden, also ich denke mal, das wird sich so mit der Zeit jetzt beheben, wenn die nächsten Patches kommen. Ja, aber sonst muss ich sagen, klar, es gibt noch, wie es bei euch ist, also bei uns ist zum Beispiel, ich finde, in einigen Gebieten ist die Karte noch etwas leer. Also es gibt Gebiete, da komme ich hin und sehe 300.000 Motten an einer Stelle und dann gibt es Stellen, wo auf gefühlt 100 Meter nicht ein einziger Dino rumläuft. Also da habe ich noch ein bisschen das Gefühl, es ist noch nicht so ganz ausbalanciert, die Map von den Tieren her, aber das kann man, ja, PlayStation, willst du mir noch mehr Mitteilung geben, ja. Ja, ich finde, das ist noch nicht so ganz ausbalanciert, aber das ist eine Sache, die kann man wahrscheinlich sehr, sehr leicht regeln. Ich habe das Gefühl, dass man es auch leider für Serverbesitzer, wie jetzt bei mir, das auch nicht ändern kann. Ich habe das hier nur Maximum verdoppelt, trotzdem sind immer noch wenig da. Also, ich denke mal, dass wirklich zonenmäßig das ein paar Fehler sind, die hoffentlich bald behoben werden. Sonst muss ich sagen, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, was Crystal Wyvern betrifft. Ich hatte am Anfang sehr viel Angst durch dieses Passiv-Tame, dass sie irgendwie jetzt zu einfach werden. Ich meine, Wyvern waren generell schon immer so semi-schwer. Ich finde das Betäuben aber ganz okay, muss ich sagen. Also es hätte schwerer sein können, weil man hätte es so machen können, dass man sie nicht zubauen kann, dass man sie nur tamen kann, wenn man auf den Rücken liegt als Beispiel. Das hätte man einstellen können, dann wäre es schwerer geworden. Durch das, dass man sie einbauen kann und dann auch dann tamen, ist es relativ einfach geworden. Aber es ist vom Konzept her okay, muss ich sagen. Finde ich wirklich, das ist nicht schlimm. Finde die Wyvern generell alle drei sehr hübsch, muss ich sagen. Ich bin zwar eher so der Platt-Wyvern-Fan, das werde ich auch gleich sehen, wenn ich bis durch die Base nebenbei laufe. Finde aber generell alle drei sehr, sehr gut gemacht. Sonst die Greifenschlucht, muss ich sagen, die finde ich sehr hübsch. Leider gibt es halt leider keine Greifeneier, das muss ich sagen, das ist ein bisschen schade. Genauso wie ein paar andere Sachen natürlich gestrichen worden sind. Es gibt keine Rockdrakes, keine Magmas, bla bla bla. Aber dazu wird die Tage nochmal ein Video geben, weil viele, glaube ich, noch den Unterschied der offiziellen Variante und der Modmap-Variante gesehen haben. Mir fällt gerade ein, ich habe von Babys hingeworfen und die habe ich wahrscheinlich, jo, die habe ich vergessen anzunehmen. Ja, ich nehme auf jeden Fall erstmal den Wyvern an und dass mit dem hier nichts passiert. Ja, die anderen Babys sind leider gestorben. Hoffentlich keine Mutation, aber naja, gut, das ist halt, es ist passiert halt. Ja, wie gesagt, also ich fand, das mit den Wyvern ist ganz cool gemacht worden. Die Wyvern Queen, also der Bosskampf, da wird auch ein Video die nächsten ein, zwei Tage online geben, finde ich sehr, sehr cool. Es ist seit langem mal ein Bosskampf, der mal nicht nur, ich gehe rein, nimm 5 Rexe mit, mach den Boss platt und gehe wieder raus, sondern das ist wirklich ein Kampf, der mit ein bisschen Taktik ist, dem man ein wenig, ich sag jetzt mal, was beachten muss. Man muss die Tiere ein bisschen aufteilen. Man nimmt nicht nur, nicht nur Wyvern mit oder nicht nur Rexe, sondern man muss das Ganze mischen. Da gibt es ein paar Taktiken und so. Das finde ich ganz cool.
dass sie das gemacht haben. Also der Bosskampf gehört mir generell sehr, sehr gut. Das hat mich immer so ein bisschen an den anderen Maps gestört. Ich fand jetzt zum Beispiel Valguero war sehr traurig, dass es wieder nur alle drei Bosse diesmal halt in einem Kampf sind. Aber das war halt nichts mehr als sonst. Aber das finde ich hier sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, was gibt's sonst? Die Map selber fand ich nochmal ein bisschen erwähnen. Also optisch ist die Karte wunderschön, wirklich wunderschön. Also ich muss sagen, die Biome, der Rote Wald, dieses Savannengebiet, oh mein Gott, das Savannengebiet, so Kleinigkeiten wie diese Ameisenhügel, die wir in dem einen Video auch, was ich in den Kommentaren verlinken werde, wo ihr Zement farmen könnt, drin haben, oder diese Höhlen, dass da einfach Wölfe und Sabertooths in so Bauten leben, das ist sowas von hübsch gemacht. Ich meine, klar, es ist nichts Innovatives, super cooles, Neues, aber für Ark-Verhältnisse finde ich es echt toll gemacht. Genauso wie gesagt, die bunten Biome mit den roten Wäldern, mit den orangen Wäldern, so ein bisschen mit den pinken Wäldern. Die fliegenden Inseln finde ich sehr, sehr schön gemacht. Also das komplette Paket der Karte ist einfach schön. Ich hoffe, dass die Karte weiterhin supportet wird. Sie ist für mich so das Ragnarok 2.0. Also sie kann für mich auf jeden Fall das werden, was Ragnarok die ganzen Jahre war. So die Main Map, seht ihr mal zuweilen, ich liebe auch diesen Vulkan mit dem Baum oben drinne. Das würde ohne Baum wäre es einfach nur ein blöder, einfacher Vulkan, der zwar hübsch ist, aber der Baum macht es einfach nochmal, schön. Ich kann auch nebenbei rumfliegen, sind hier zum Beispiel diese roten Wälder, ich finde, die finde ich mega hübsch. Dann auch die Übergänge sind sehr gut, also könnten vielleicht besser sein, aber sie sind trotzdem schon sehr gut, dass immer die Gebiete ein bisschen kleiner werden, die Übergänge schon mal so leicht von der Zone zu Zone werden und hier dieses, ich sag mal, savannenartige Gebiet, zum Beispiel, wo ich eben gerade gemeint habe, das ist eines meiner Lieblingsgebiete vom Style her. Das ist einfach, weiß nicht, finde ich richtig, richtig hübsch. Da habt ihr dann, ich glaube, hier ist zum Beispiel einer, genau hier ist so ein Bau. Und wenn ihr hier jetzt hingeht, werdet ihr sehen, dass hier normalerweise, ja, hier seht ihr zum Beispiel, ist ein Silbertuchbau und auf einmal kommen hier halt richtig viele an, die halt wie in so einem kleinen Bau hier drin leben. Und das finde ich schön. Das haben sie auch mit Wölfen gemacht hier in dem Gebiet. Also das ist nicht nur bei Silbertuch so. Es ist wirklich schön. Ich muss sagen, Crystal Island ist für mich bis jetzt die schönste Map. Hätte sie jetzt noch die Mission, die Genesis hat, dass man noch einen besseren Zeitvertreib auf der Karte hat, wäre es für mich die absolut perfekte Karte, um Ark auf Dauer zu spielen. Auf der Karte hier, klar, wir werden nächstes Jahr Genesis 2 bekommen im März, also bis dahin warten wir mal ab, was halt mit der Karte wird. Aber, ja, also, ich mache das Video mal nicht übertrieben lang, aber zusammengefasst, die Karte ist bis jetzt meine Lieblingskarte von der Optik her. Sie läuft eigentlich sehr gut, ich habe nichts groß zu mängeln. Die Dino-Auswahl verschiedener Tiere ist relativ gut sortiert. Klar, fehlen ein paar Sachen wie Rockdrakes, aber die Signature-Tiere einfach, die gehören auf Aberration, auf Ragnarok, auf Genesis. Ich meine, Wildcard möchte ja auch, dass wenn ihr einen Rockdrake haben wollt, auf Aberration geht. So, das ist ja wohl auch der Sinn hinter dieser Karte und ist aber verständlich, mal ganz ehrlich. Die wollen ihre alten Karten halt nicht ausstechen, wenn einfach die neue alles kann. Kann ich aber nachvollziehen. Wäre zwar schön, wenn es die Tiere geben würde, aber es ist halt so. Wie gesagt, sonst Release war gut. Und ich hoffe, dass wir weiterhin noch ein paar Sachen hier auf der Karte, ja, ich sag mal, dass wir die restkleinen Fehler rausfixen und dann sollte, mal kurz hinsetzen, wird es auf jeden Fall, denke ich mal, mit einer der besten Karten werden. Ja, Leute, das war's an der Stelle. Schreibt bitte mal in die Kommentare, wie findet ihr die Karte? Einfach alles dazu, eure Meinung, würde mich einfach mal wirklich alles interessieren. Ich lese sowas wirklich sehr gerne und reagiere und kommentiere auch darauf wirklich, wirklich gerne. Macht mir Spaß. Klar, könnt ihr aber auch in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge zu weiteren Arc-Guides habt, die Crystal Island betreffen, aber auch allgemeine Arc-Sachen, ist gerne in die Kommentare schreiben, weil es sind ein paar coole Projekte geplant. Wir machen auch mal ein Zuchtvideo demnächst, wo ihr wirklich exakt züchten, sagen wir mal, die ein fortgeschrittenes Video, wo ihr euer Level des Dinos ausrechnen könnt, was zur Welt kommen muss, also sollte, wenn es eure Werte übernimmt. Dazu kommt ein Video zum Beispiel, wie ihr das ohne Hilfsprogramm im Endeffekt schafft. Aber auch natürlich weitere Guides. Es wird vielleicht demnächst auch ein paar kleine Bautipps geben, so Kleinigkeiten. Ich will hier keine Bau-Let's Play-Reihe machen oder keine How-to-Build-Reihe machen, keine Sorge. Ich möchte gerne vielleicht nur so ein paar kleine Tricks und Tipps und Tricks zeigen, die ich bei mir in meiner Base öfter mal benutze, die man an Videos sehen wird und ich es einfach mal nur ein bisschen näher vorstellen möchte. Ja, und sonst, wie vielleicht schon 30 Mal gerade im Video erwähnt, wird es weiterhin Crystal Island Videos geben. Dann Leute, wünsche ich einen schönen Tag und bis denne. Tschö. Achso, würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen.